Willkommen zum Arbeitsblatt Graphen der Winkelfunktionen zum Teil 3 Amplitude. Nach diesem Video kannst du die Amplitude bestimmen. Wir schauen uns das Ganze anhand der allgemeinen Gleichung der Sinusfunktion an. A mal Sinus von Omega mal t plus Phi plus c, wobei A für die Amplitude steht, Omega für die Kreisfrequenz, Phi für den Nullphasenwinkel und c für die vertikale Verschiebung. Beginnen wir mit der Amplitude. Dieser Graph gehört zur Sinusfunktion, so wie wir sie bereits aus den vorherigen Videos kennen. Also g von x ist gleich Sinus von x. Das können wir auch schreiben als h von x ist gleich 1 mal Sinus von x. Oder ganz allgemein, h von x ist gleich a mal Sinus von x. Und a gibt die Amplitude an. So, wo finden wir die eigentlich? Dazu erstellen wir uns zwei Hilfsgeraden. Eine geht durch die Tiefpunkte und eine durch die Hochpunkte. Unsere Amplitude gibt jetzt den Abstand zwischen unserer ersten Linie und der mittleren und der zweiten. Das heißt, es ist egal, welchen Abstand ich betrachte, beides zeigt die Amplitude an. Wenn ich jetzt a verändere, zum Beispiel mit einem Schieberegler hier, und sie vergrößere, spiegelt sich das in unserem Funktionsgraphen wieder. Als Vergleich dazu, das war unsere Anfangsfunktion. Das heißt jetzt, unsere Funktion schwingt dreimal höher aus als wie unsere ursprüngliche Funktion. Achtung, hier muss man allerdings aufpassen. Es schaut so aus, als ob wir den Abstand zwischen der oberen Hilfsgeraden und der x-Achse messen. Tatsächlich aber geht es dabei nicht um die x-Achse, sondern um die Gerade, die durch die Wendepunkte unserer Funktion geht. Das ist vor allem dann wichtig, wenn unsere Funktion verschoben ist. Was bedeutet das nun genau? Schauen wir uns dazu dieses Kästchen an. Pausiere nun das Video und fülle die Lücken selbst aus. Die Funktionswerte von y von t ist gleich a mal Sinus von t sind genau in dem Intervall minus a bis a enthalten. A größer als 1 bewirkt eine Streckung in y-Richtung und a zwischen 0 und 1 bewirkt eine Stauchung in y-Richtung. Schauen wir uns nun die abgebildeten Graphen an. Der grüne Graph gehört zu y1 von t. Die Amplitude habe ich hier ganz leicht mit grün eingezeichnet. Sie ist also 1. Also y1 von t ist gleich 1 mal Sinus von t oder einfach nur Sinus von t. Zu y2 von t gehört der orange Graph. Auch hier habe ich ganz leicht wieder Amplitude eingezeichnet. Wir können sie ablesen. Sie beträgt 2. Also 2 mal Sinus von t. Der schwarze Graph gehört zu y3 von t. Und auch hier können wir wieder die Amplitude ablesen. Ein halbes mal Sinus von t. Wir erkennen nun die Streckung und die Stauchung an unseren drei Funktionen. y2 von t geht durch eine Streckung um den Faktor 2 von y1 von t hervor. Und y3 von t geht durch eine Stauchung von y1 hervor. Ausgezeichnet, nun kannst du die Amplitude bestimmen. Im nächsten Video betrachten wir die Kreisfrequenz.